Sollte man nicht mehr für die Opfer von Kampfhunden tun? Sind Sie ganz allein hier? Im Moment ja. Manchmal besucht mich meine Tochter. Hey! Ja. Aber die hängen da doch bestimmt auch noch mit drin. Ich wette. Sollte man nicht mehr für die Opfer von Kampfhunden tun? Am besten man vermeidet Angriffe ganz, indem man die Hundebesitzer zu mehr Selbstverantwortung erzieht. Sind Sie ganz allein hier? Im Moment ja. Manchmal besucht mich meine Tochter. Ja, gut. Da haben wir auch schon wieder alles abgeklappert. Ich glaub's ja nicht. Ich probiere gerade nochmal hier irgendwas raus. Oder nee, mit Willi frage ich den Nikolaus nochmal. Haben Sie in dem Sack wirklich Geschenke? Kann es sein, dass das Tierheim gar nichts von Ihrer Aktion weiß? Ach, die sind da so im Umzugs- und Planungsstress, dass einer nicht weiß, was der andere macht. Ja. Nur Mut, Gabi. Wechseln Sie sich mit Cora ab? Ist hier schon öfter was geklaut worden? Nee, da gibt's auch nichts Neues mehr. Ist hier schon... Ja, aber ohne, dass ich es merkte. Darum die Kamera. Wenn das blöde Ding nur wieder funktionieren würde, aber... Was geht dich das eigentlich an? Ja, nix. Guck jetzt nochmal eben... ob die Cora jetzt noch da ist. Gibt es wirklich so viele Frauen, die mir ähnlich sehen? Hält mich Herr Boldewin noch immer für eine Diebin? Ach, Mist. Ah, leider. Er ist ein bisschen sauer, weil ich mich für dich eingesetzt habe. Ui! Und wenn mein Chef kommt? Na, dir fällt bestimmt was ein. Ja, guck mal. Guck mal. Nur Mut, Gabi. Ja. Ja, nur Mut. Nimm die gleiche Audiospur wie vorhin auch. Na? Ihr beiden! Komm weg, Oskar! Mist, das klappt nicht. Aber Klößchen, der hat doch die Hundepfeife mitgehen lassen. Rein! Ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen. Das kann mich meinen Job kosten. Ich bin super vorsichtig. Ja, ist auch besser so. Das ist ja die reinste Bestie. Mal sehen, wie dir das gefällt. Nur die Ruhe bewahren, wie die sauerlich. Hier, friss Videokassetten. Aber ich, wir haben noch die Hundepfeife als Zweckwaffe. Mann. Ja, rein, rein.
Das kann mich meinen Job kosten. Ich bin super vorsichtig. Mal sehen, wie dir das gefällt. Gehen wir mit Karl mal hin. Vielleicht kennt der sich damit besser aus. Ah, nicht der. Gut, der auch. Rein! Da wollte ich auch noch was fragen. Ob wir... Hey, im Hof hat kein Unbefugter was zu suchen. Pascha würde euch in Stücke reißen. Ah, der Pascha. Warum überwachen Sie Ihren Laden? Ist zur Weihnachtszeit viel los im Laden? Oh ja. Darum ist es besser, die Augen überall zu haben. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Ja, du. Rein, rein! Hoffentlich bekomme ich keinen Ärger. Jo, ich nehme es auf meine Kappe. Klingt gefährlich. Nee. Wer soll denn mit dem fertig werden? Ja, wie wär's mit dem, mit dem Tim hier, der macht einen gezielten Schlag in den Nacken und dann ist der fertig für heute. Oh, wenn das mein Chef sieht. Ich pass auf. Hallo, Herr Baldwin, hört Sie mich? Was lauert denn da für eine Bestie? Der ist eine Nummer zu groß für mich. Dann gehen wir mal. Klößchen. Haben Sie bei dem Unfall wirklich einen Dalmatiner? Haben Sie Schmerzen, Frau Bleibtreu? Haben Sie bei dem Unfall wirklich einen Dalmatiner gesehen? Ja, die Leine des Hundes hing aus dem Wagenfenster. Ich kann ja nichts sehen, aber das Gebell hat sich mir eingeprägt. Oh Gott, gut, ich dachte, der macht das jetzt nochmal nach. Okay, wo erfährt der, wie eine Hundepfeife funktioniert? Wussten Sie, dass ein Weihnachtsmann fürs Tier... Unternimmt das Tierheim eigentlich etwas, wenn es von einer Tierquälerei erfährt? Ja, es gibt zwei hauptamtliche Tierschutzinspektoren. Aber viele Hinweise halten einer Prüfung vor Ort nicht stand. Da also nicht... Zooladen vielleicht? Ja, rein, 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 rein! Nee. Ist der Laden nicht viel zu klein? Haben Sie noch nie von unseren Erfolgen als TKKG gehört? Ja, Kinderkram. So, wir müssen irgendwo erfahren, wie eine Hundepfeife funktioniert. Und dann gucken wir mal. Ja, ich glaube, ich habe auch schon wieder ein paar Parts aufgenommen hier. Ja. Ich sage einfach mal, ja. Tschüss, adieu. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fritsch auf Games. Tschüss. Ja, hallo. Und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei PKKG Verrat an PKKG. Ja. Ja, das hört sich total scheiße an. Egal. Herzlich willkommen zurück bei PKKG. Es ist gerade 22.27 Uhr und eine ideale Zeit, um...
um hier weiter Nachforschungen zu betreiben. Ja, deshalb, ja, was haben wir denn gemacht halt? Da ist das Video, die Pfeife. Stammtermine B, Stammzeit keine. Kurzfristig, falls keine. Persönliches Schließfach mit Schnäppchenschloss. Ja, ja. Abgeben konnten wir das aber nicht, glaube ich. Ich probiere es einfach mal. Bei der guten Reinhild Schneider. Hast du etwas über die Hundediebstähle erfahren? Hast du von der Sache mit Gabi gehört? Ja klar, stand ja groß in der Zeitung. Dabei war deine Freundin doch sonst immer die Tugend in Person. Wenn ich dich irgendwie trösten kann, sag mir Bescheid. Ja, lass uns mal zusammen in die Kabine 9B gehen. Deine Kabine ist gerade frei. Aber ich sehe schon, du denkst nur an deine Freundin Gabi. Entspann dich, Mann. Die hängen da alle unter einer Decke, ich sag's euch. Ich bin nicht gerade scharf darauf, dieser Lotti über den Weg zu laufen. Komm, Oskar. Ich habe keine Lust auf andere Frauen. Oh Gott. Ich habe keine Lust. So, wir waren... hier, ja. Das haben wir am Ende von der letzten... Ja, rein! Ja, das haben wir am Ende von der letzten Aufnahme gemacht. Da sind wir hier hinten lang. Das kann mich meinen Job kosten. Ja, wäre doch gut. Ich bin super vorsichtig. Dann sind wir dich endlich los. Und wir können auch nur zu dem Hund... Und auch nur Willi konnte diese Pfeife benutzen. Das hat aber auch nichts gebracht. Mal sehen, wie dir das gefällt. Können wir die vielleicht irgendwie... Ja, rein! Können wir uns irgendwie Tipps holen mal oder so? Ich gehe mal noch zur Alten hier. Vielleicht wissen die ja noch was. Haben Sie bei dem Unfall wirklich einen Dalmatiner gesehen? Haben Sie Schmerzen, Frau Bleibtreu? Haben Sie bei dem Unfall wirklich einen Dalmatiner gesehen? Ja, die Leine des Hundes hing aus dem Wagenfenster. Ich kann ja nichts sehen, aber das Gebell hat sich mir eingeprägt. Ja, gut. Ach, das ist schon süß, die beiden hier. Und ich hoffe, wir kriegen den Hund wieder. Das ist schon toll. Weiß der Karl vielleicht noch was? Den Diebstahl hat jemand begangen, der die Zoohandlung gut kannte. Dem Weihnachtsmann vor der Zoohandlung ist nicht recht zu trauen. Außerdem müssen wir unbedingt herausfinden, was sich hinter der Zoohandlung auf dem Hof alles abspielt. Ja, dort sollten wir uns mal umsehen.